Wenn du ein iPhone hast, ist dir der Begriff iCloud sicher schon einmal begegnet. Zum Beispiel gleich ganz oben in den Einstellungen oder beim Erstellen eines Backups. Aber ich wette, du weißt nicht, wie viele verschiedene Funktionen sich hinter dem Namen iCloud verbergen und wie du sie am besten nutzt. Um das zu ändern, musst du jetzt einfach nur dranbleiben, denn nach dem Intro erfährst du alles, was du über iCloud auf deinem iPhone wissen musst. iCloud ist, der Name verrät es schon, Apples Cloud-Service für deine Daten. Mit Cloud ist nicht ein bestimmter physischer Computer gemeint, auf dem die Daten gespeichert werden, sondern ein Netzwerk, das die Informationen über viele Rechner verteilt so speichert, dass auch beim Ausfall eines einzelnen Geräts nichts verloren geht. Vielleicht nutzt du bereits andere Cloud-Lösungen für Dateien. Ein bekannter Name ist Dropbox oder auch Microsofts Cloud namens OneDrive oder Googles G Drive und es gibt noch unzählige andere. Mit diesen Diensten kannst du nicht nur Daten in der Cloud speichern, sondern auch von verschiedenen Geräten aus darauf zugreifen. Wenn du zum Beispiel ein Foto von deinem iPhone auf Google Drive hochlädst, hast du kurze Zeit später auf deinem Laptop Zugriff darauf. Zwischen diesen Diensten und Apple iCloud gibt es jedoch einen großen Unterschied. Google Drive und Co. sind nämlich in erster Linie dazu da, dass du deine Dateien und Dokumente eigenständig hochlädst und verwaltest. In etwa so, wie du dich um die Ordner und Dateien in deinem Dokumente-Ordner auf deinem Computer kümmerst. Nur eben mit dem Unterschied, dass du dir bei Cloud-Diensten keine Sorgen um deine Daten machen musst, wenn du aus Versehen Kaffee über deinen Computer schüttest. iCloud indes ist nicht in erster Linie für die Verwaltung von Dateien gedacht, auch wenn das über iCloud Drive ebenfalls möglich ist. Aber das ist eben nur ein Teil von iCloud. Vor allem ist iCloud dazu da, dir das Arbeiten mit mehreren Apple-Geräten so einfach wie möglich zu machen, indem deine Einstellungen synchronisiert werden und deine Medien und Dateien auf allen Geräten verfügbar sind. Und das alles ohne, dass du selbst aktiv werden musst. Wir sprechen hier also von einer viel tieferen Integration als bei anderen Cloud-Diensten. Und je mehr Apple-Geräte du mit deiner Apple-ID nutzt, desto mehr profitierst du von iCloud. Vielleicht zuerst ein einfaches Beispiel. Ich habe hier sowohl ein iPhone als auch ein iPad. Und beide Geräte sind mit der gleichen Apple-ID, also dem Apple-Benutzerkonto, verbunden. Nehme ich nun ein Foto mit dem iPhone von dieser herrlich von mir selbst gestrichenen Wand in meinem neuen Büro auf, dann wird das Foto ohne mein Zutun direkt in iCloud hochgeladen und nach nur wenigen Sekunden kann ich es mir auch auf dem iPad ansehen. Und das funktioniert auch umgekehrt mit einem Foto, das ich mit dem iPad aufnehme. Alle Fotos wandern in dieselbe Mediathek und diese Mediathek kann ich mit all meinen Apple-Geräten anschauen, die Fotos anzeigen können. Was für das Erstellen von Fotos gilt, gilt auch für das Löschen von Fotos. Wenn ich ein Bild von meinem iPhone lösche, verschwindet es aus iCloud und ich kann dann mit meinen anderen Apple-Geräten nicht mehr darauf zugreifen. So viel zur grundlegenden Funktionsweise von iCloud. Du kannst sehen, welche Apps iCloud verwenden, indem du in den Einstellungen deines iPhones oder iPads auf deinen Namen tippst und dann iCloud auswählst. Unter der Anzeige deines iCloud-Speichers siehst du Apps, die iCloud verwenden. Tippe auf Alle Anzeigen, um die vollständige Liste zu sehen. Ganz oben in der Liste findest du Apps, die besonders wichtig für deine Apple-Nutzererfahrung sind. Fotos synchronisiert die Videos und Fotos in einer gemeinsamen Mediathek, wie eben gezeigt. iCloud Drive speichert deine Dokumente, die mit Apps wie Pages, Numbers und Keynote erstellt wurden, und Dateien, die du mit der Dateien-App dort abgelegt hast. Das können PDFs, Bilder, Textdateien, im Prinzip alle möglichen Dateitypen sein, die du zum Beispiel von Websites heruntergeladen hast. Die maximale Dateigröße für einzelne Dateien in iCloud liegt bei 50 GB. Mail, Passwörter, Notizen, Nachrichten, Gesundheitsdaten aus der Health-App, Kontakte, Kalender, Erinnerungen und deine Lesezeichen, Leseliste und Reiter in Safari werden ebenfalls mit allen Geräten synchronisiert. Wenn du also auf dem iPhone ein Passwort für ein Kundenportal eingibst und dich später mit dem iPad auf derselben Website anmeldest, wird dir dank iCloud direkt das zuvor gespeicherte Passwort angeboten und du kannst dich schneller anmelden. In der Liste findest du noch weitere Apple-Apps, die ebenfalls die Synchronisierung mit iCloud unterstützen. Und weiter unten dann Apps von Drittanbietern, die das ebenfalls tun. Möchtest du eine der Apps von der Synchronisierung mit iCloud ausschließen, musst du nur den Schieberegler auf Ausstellen. Dann verbleiben die Daten auf dem jeweiligen Gerät und du kannst mit deinen anderen Apple-Geräten nicht mehr darauf zugreifen.
In diesem Video geht es ja in erster Linie um iCloud auf dem iPhone. Aber iCloud erklärt sich am besten im Zusammenspiel mit anderen Geräten. Vielleicht geht es dir wie mir und du hast zwar ein iPhone, aber keinen Mac-Computer, sondern einen Windows-PC. Bedeutet das, dass du die Vorteile von iCloud hier gar nicht nutzen kannst? Nein, denn ein PC hat zwar keine Apple-Anwendungen wie Pages, Numbers oder Keynote, aber auf diese und einige andere wichtige Anwendungen kannst du trotzdem zugreifen über iCloud.com in deinem Internetbrowser. Melde dich einfach mit deiner Apple-ID auf der Website iCloud.com an und du hast Zugriff auf die Webversion von Mail, Kontakte, Kalender, Fotos, iCloud Drive, Notizen, Erinnerungen, die Wo-ist-Funktion, besonders dann wichtig, wenn du nur ein Apple-Gerät hast und dieses verloren hast, und natürlich die iWork-Programme Pages, Numbers und Keynote. Wenn ich zum Beispiel ein Dokument in Pages auf dem iPhone erstelle, ist es Sekunden später in meiner iCloud und ich kann es auch über iCloud.com aufrufen. Einfach auf Pages klicken, dann zuletzt verwendet und schon finde ich mein Dokument und kann es sogar hier auf dem PC bearbeiten. Ebenfalls nützlich unter Datenwiederherstellung kannst du in iCloud.com auch Dateien wiederherstellen, die in den letzten 30 Tagen aus iCloud Drive oder anderen mit iCloud synchronisierten Apps gelöscht wurden. Nützlich ist iCloud.com auch, wenn du die eine oder andere Datei vom iPhone auf den PC übertragen möchtest oder umgekehrt. Dazu klickst du auf Drive, markierst die entsprechende Datei und wählst oben das Download-Symbol zum Herunterladen. Zum Hochladen einer Datei vom PC wählst du oben links das Upload-Symbol. Außerdem ist iCloud.com ideal, um Platz in deiner Mediathek und damit auch auf deinem iPhone zu schaffen. Denn du musst dein iPhone nicht mehr per Kabel mit dem PC verbinden. Das funktioniert meiner Erfahrung nach nämlich eher schlecht als recht. Um deine Medien auf dem PC oder einer Festplatte zu sichern, klickst du ganz einfach auf Fotos. Ganz unten siehst du, wie viele Medien sich gerade in deiner Mediathek befinden und kannst dann bis zu 1000 Elemente auf einmal markieren und als ZIP-Datei auf dem PC herunterladen. Ob du die Fotos danach aus deiner Mediathek löschst, bleibt natürlich dir überlassen. Aber sei dir bewusst, wenn du sie hier auf iCloud.com löschst, werden sie auch von deinem iPhone gelöscht. Die Website zeigt dir vor dem Löschen auch eine entsprechende Warnung an. Nach diesem Ausflug auf den PC gehen wir zurück auf das iPhone und das iCloud-Menü dort. Da wir gerade über Fotos gesprochen haben, muss ich an dieser Stelle gestehen, dass ich wirklich sehr viele Fotos und Videos mache und in der Vergangenheit nicht immer der disziplinierteste war, wenn es darum ging, meine Mediathek aufzuräumen oder, wie gerade gezeigt, auf dem PC zu sichern. Da kann es schnell passieren, dass der iCloud-Speicher voll wird. Mehr zum Speicherplatz in einer Sekunde, jedenfalls wenn dein iPhone mehr Gerätespeicher als iCloud-Speicher zur Verfügung hat, so wie bei mir, ist es vielleicht verlockend, die Synchronisierung hier auszuschalten, sobald die ersten Speichervoll-Warnmeldungen erscheinen. Aus eigener Erfahrung würde ich das aber nicht empfehlen, da man sich damit der Möglichkeit beraubt, Medien bequem vom iPhone zu sichern. Das heißt, bald ist nicht nur dein iCloud-Speicher, sondern auch der Gerätespeicher deines iPhones voll. Lasse die Synchronisierung also lieber eingeschaltet und räume regelmäßig auf. Wenn es umgekehrt ist und du mehr iCloud-Speicher als Gerätespeicher hast, dann kannst du hier unten die Option iPhone-Speicher optimieren auswählen. Denn dann ersetzt dein iPhone deine Fotos und Videos, sobald der Gerätespeicher knapp wird, durch platzsparende Versionen mit geringerer Auflösung. Die Originalversionen bleiben aber in deiner iCloud erhalten und du kannst sie von dort jederzeit wieder auf dein iPhone laden. Gehen wir einen Schritt zurück und schauen wir uns eine weitere wichtige Funktion von iCloud an: Backups. Mit iCloud kannst du die Dateien und Einstellungen deines Geräts in der Cloud sichern, damit du darauf zugreifen kannst, wenn du dein Gerät verlierst oder auf ein neueres Modell wechselst. Wenn du Backup zusammen mit der gerade gezeigten iCloud-Synchronisierung aktiviert hast, bedeutet das jedoch nicht, dass du dann deine Daten quasi doppelt sicherst. Denn dein iPhone ist so schlau, dass im Backup nur die Daten gespeichert werden, für die die Synchronisierung nicht aktiv ist. Zusätzlich werden im Backup die Geräteeinstellungen, das Layout des Homescreens und die Organisation deiner Apps gespeichert. Mit diesen Informationen kannst du bei einem Gerätewechsel deine gewohnte Umgebung innerhalb weniger Minuten wiederherstellen. Auch die Verwaltung der Backups ist sehr intelligent gelöst. Es wird nämlich nicht jede Nacht ein neues komplettes Backup erstellt, sondern es werden nur die Daten hinzugefügt, die neu sind oder sich verändert haben. Das iCloud Backup ist auf deinem Gerät aktiviert, wenn der erste Schieberegler hier aktiv ist.
Falls du einen unbegrenzten mobilen Datentarif hast, kannst du auch das Backup über mobile Daten zulassen. Ansonsten wird ein Backup nur dann durchgeführt, wenn dein iPhone mit dem WLAN verbunden ist. In der Liste unten siehst du, von welchen Apple-Geräten derzeit Backups erstellt werden. Wenn du eine Apple Watch hast, die mit deinem iPhone gekoppelt ist, wird auch für diese automatisch ein Backup angelegt. Ganz wichtig, diese Backups werden nur dann aktuell gehalten, wenn du genügend freien Speicherplatz in iCloud hast. Apple stellt dir kostenlos 5 GB Speicherplatz pro Apple-ID zur Verfügung. Also pro Benutzerkonto und nicht pro Gerät. Das ist gerade einmal genug, um die Vorteile von iCloud kennenzulernen. Sehr clever. Aber in der Regel zu wenig, um ein oder mehrere häufig verwendete Geräte zu sichern. Wie man hier sehen kann, hat das Backup meines iPhones die stolze Größe von 12 GB. Mein wenig genutztes iPad dagegen nur etwa 200 MB. Wenn dir die Funktionen von iCloud prinzipiell gefallen, du aber mit den 5 GB nicht mehr auskommst oder auskommen möchtest, kannst du kostenpflichtig iCloud-Speicher dazu buchen. Apple nennt diesen Service iCloud Plus. Gehe einen Schritt zurück und dann zu Account-Speicher verwalten und hierzu Speicherplan ändern. Derzeit gibt es 3 verschiedene iCloud Plus-Tarife. Meine persönliche Meinung, der 50 GB-Tarif ist mit 99 Cent pro Monat angenehm günstig und gibt dir genug Platz, um mit deinen Daten zu hantieren und Fotos und Videos von Zeit zu Zeit dauerhaft auf einer Festplatte oder einem anderen Online-Speicher abzulegen. Die beiden anderen Tarife halte ich persönlich für unnötig teuer, gerade wenn man bedenkt, dass Speicherplatz eigentlich immer günstiger wird. Also außer bei Apple. Mit einem iCloud Plus Abo, egal in welchem der 3 Tarife, bekommst du darüber hinaus einige wirklich nützliche Zusatzfunktionen. Allein dafür lohnen sich meiner Meinung nach die 99 Cent Mehrkosten pro Monat. Mit iCloud Private Relay erhältst du Zugriff auf einen Dienst, der ähnlich wie ein VPN-Dienst deine IP-Adresse von Netzanbietern und Website-Betreibern verbirgt, während du mit dem Safari-Browser surfst. Im Gegensatz zu einem VPN-Dienst kannst du mit iCloud Private Relay deinen virtuellen Standort jedoch nicht in ein anderes Land verlegen. Und wozu das gut sein kann, erfährst du im oben verlinkten Video. Um Private Relay bei dir zu aktivieren, gehst du als iCloud Plus Abonnent in den Einstellungen zu iCloud und dann zu Private Relay. Mit dem Eintrag IP-Adressen-Standort kannst du festlegen, wie genau Websites deinen Standort über deine IP-Adresse noch erkennen können. Allgemeinen Standort beibehalten verwendet eine IP-Adresse aus deiner Region, während Land und Zeitzone weiter gefasst sind und nur eben gerade diese beiden Informationen aus der IP-Adresse erkannt werden und nicht mehr dein ungefährer Standort. Mit der zweiten Option gibst du also weniger über deinen Standortpreis als mit der ersten. Wenn du neben deiner IP-Adresse auch deine E-Mail-Adresse nicht jeder Feld-, Wald- und Wiesen-Website anvertrauen möchtest, kannst du die zweite iCloud Plus-Funktion namens E-Mail-Adresse verbergen verwenden. Und wie ich an meinen Newsletter-Abonnement-Benachrichtigungen sehe, nutzen bereits einige von euch diese clevere Funktion. Übrigens, wenn du meinen Newsletter noch nicht abonniert hast, verpasst du derzeit nicht nur meine wöchentlichen Digital-Updates und Blicke hinter die Kulissen meines Kanals, sondern auch 2 exklusive Bonus-Videos mit Tipps für Screenshots auf deinem iPhone und für die Bedienung des YouTube-Players. Auf die erhältst du sofort Zugriff, wenn du dich für meinen Newsletter anmeldest. Zurück zum Verbergen der E-Mail-Adresse. Wenn du dich neu auf einem Webportal registrierst, bietet dir Safari oberhalb der Tastatur an, deine E-Mail-Adresse zu verbergen. Tippe darauf und eine neue E-Mail-Adresse wird generiert. Falls sie dir nicht gefällt, kannst du eine neue anfordern, aber sei nicht so wählerisch, es ist nur ein Platzhalter. Tippe auf Fortfahren und die E-Mail-Adresse wird in die Registrierungsmaske eingesetzt. Du musst nichts weiter tun, als dich damit zu registrieren. Der Website-Anbieter erfährt deine echte Adresse nun nicht, aber du bekommst dennoch zuverlässig alle E-Mails von dieser Website über den Umweg der Platzhalteradresse in ein echtes E-Mail-Postfach weitergeleitet. Eine super Lösung für alle, die bewusster mit ihren persönlichen Daten umgehen möchten. Darüber hinaus gibt es noch weitere Funktionen, wie zum Beispiel die Nutzung der eigenen E-Mail-Domain mit iCloud Mail. Das heißt auf Deutsch, ich könnte meine E-Mail-Adresse david@neumann.digital ohne Zusatzkosten auch über die Mail-Server von iCloud laufen lassen, anstatt über meinen Webhosting-Anbieter. Ein weiteres Extra von iCloud Plus, du kannst Videos deiner Apple HomeKit-Sicherheitskamera in iCloud Drive speichern. Diese Aufnahmen werden deinem iCloud-Speicher nicht angerechnet. Du bekommst also den Speicherplatz dafür zusätzlich. Gut, wenn du eine solche Kamera hast,
Ich habe keine, also kann ich dazu nichts sagen. Eine letzte Funktion, die du mit iCloud Plus bekommst, ist die Möglichkeit, deinen abonnierten Speicherplatz mit anderen Familienmitgliedern zu teilen, sodass nicht unbedingt jedes Familienmitglied ein eigenes Abo braucht. Die gespeicherten Daten der einzelnen Familienmitglieder bleiben trotzdem privat und voneinander getrennt. Hier bringt Apple also erfreulicherweise nicht den allerletzten Cent aus seiner Kundschaft. Solltest du dich trotz dieser Vorteile gegen ein iCloud Plus Abo entscheiden, wird es früher oder später notwendig sein, Inhalte zu löschen. Unter iCloud und Accountspeicher verwalten siehst du genau, welche Apps wie viel Speicherplatz belegen, und du kannst alle von der App abgelegten Dokumente und Daten mit einem Schlag löschen. Beachte aber, dass synchronisierte Daten dann auch sofort von deinem iPhone verschwinden, so wie hier meine Boards aus der App Freeform gelöscht werden. Du möchtest noch mehr über dein iPhone erfahren? Alles, was du über die Kalender-App wissen musst, erfährst du im Video zu meiner Linken. Interessiert dich mehr, wie du bessere Fotos und Videos mit der iPhone-Kamera machst? Dann ist das Video auf der anderen Seite genau das Richtige für dich. Wir sehen uns dort.